Herzlich willkommen, liebe Gamer, nach langer Zeit mal wieder mit einem Video von mir. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass genau dieses Video, was ich jetzt euch präsentieren werde, dass ich das so ein bisschen verhindern kann. Aber nicht, weil ich keinen Bock auf dieses Video habe oder weil ich einfach keinen Bock auf euch habe, sondern einfach, weil ich gedacht habe, dass ich dieses Thema so ein bisschen geschickt umwieseln kann, so ein bisschen mich darum schlängeln kann, um diese Sache einfach auszusitzen, denn seien wir mal ehrlich, zum Thema Nintendo Switch, eigentlich hat jeder schon was zur Nintendo Switch ja, bekannt gegeben, beziehungsweise eine Meinung gepostet, hochgeladen, irgendwelche Videos, irgendwelche YouTuber, und ich sage bewusst YouTuber, sondern nicht Let's Player, weil eigentlich auch Leute, die mit Let's Plays und Videos und mit Videospielen, also generell mit Videospielen nichts am Hut haben, weder primär, sondern auch nicht sekundär, trotzdem irgendwas hochgeladen haben zum Thema Switch. Da habe ich mir gedacht, vielleicht kannst du dieses Thema einfach stillschweigend aussitzen und mal nichts dazu sagen. Und es hat sich aber in den letzten Tagen relativ häufig, hatte ich das Gefühl, dass mich immer mehr Leute gefragt haben, auch speziell, also jetzt nicht privat, also mit meinem Bruder zum Beispiel oder auch mit dem Brainsy, mit dem Roach, mit meiner Freundin. Es gab natürlich, mit einigen Leuten habe ich mich schon über die Switch unterhalten. Aber ich habe es halt nie public gemacht. Ich habe es halt nie öffentlich gemacht. Und ich habe gedacht, vielleicht wartest du einfach, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Und vielleicht brauchst du auch gar nichts dazu zu sagen. Aber ich muss schon sagen, ich habe damit schon ehrlich gesagt gerechnet, weil viele von euch mich auch geedit haben über das Miiverse. Und gerade auch, weil ich viele Wii U-Videos am Anfang gemacht habe, dass mich da früher oder später dann doch einige von euch fragen würden, ob ich dann auch zur Nintendo Switch umsteigen würde, wie sie mir gefällt, ob ihr mich da später dann auch adden könnt. Und so war es, dass im Miiverse mich einige Leute mit einer PN angeschrieben haben, wie mir die Switch gefällt, ob ich dann mir auch eine Switch kaufen werde. Sogar im PSN habe ich Nachrichten bekommen. Unter meinem letzten YouTube-Video zum Beispiel, das Rocket League-Video, da gab es auch einen netten User, der mich gefragt hat, was ich denn von der Switch halte, beziehungsweise ob ich sie mir denn zulegen würde. Hier gerade an der Wii U zum Beispiel, da sind einige dabei. Da habe ich zum Beispiel den K.O.-Gamer, der, kann ich mal ganz kurz anklicken, der mich auch gefragt habe, holst du dir auch eine Switch? Und der Feltins, vielleicht kennen ihn einige von euch, Helmut, von einigen vielen, vielen langen Funny Core-Abenden. Ich glaube, ich habe ihn sogar in irgendeinem Video auch mal drin. Und mit dem habe ich, glaube ich, gestern war das sogar in der PS4, in der Party mit dem Brainsy zusammen. Wir haben noch über eine halbe Stunde lang nur über die Switch diskutiert. Und war auch ganz lustig. Aber so kam es jetzt halt Stück für Stück zusammen, dass ich halt das Gefühl hatte, bevor ich mich jetzt halt 20 Mal oder 30 oder 40 Mal rechtfertige oder immer wieder was Neues schreibe, mache ich einfach jetzt dann doch ein Video und gebe mal meine Gedanken zur Nintendo Switch, auch meine Bedenken zur Nintendo Switch, und mache das Ganze jetzt einfach mal öffentlich in einem Video, da ja eh quasi schon jeder was dazu gesagt hat, und begründe das auch mal. Ja, nicht nur, dass ich jetzt irgendwie so ein 3- oder 4-Zeiler den Leuten schreibe und sage, nö, mache ich nicht, will ich nicht. Nein, ich habe gedacht, jetzt mache ich jetzt einfach mal ein Video und dann begründe ich auch ganz genau, warum. Also wir machen es kurz. Ich bin nicht begeistert von der Nintendo Switch. Gibt natürlich Sachen, die ich gut finde, aber es gibt halt auch sehr, 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 sehr viele Sachen, die ich nicht so gut finde. Und da es nicht so viele Dinge gibt, die ich gut finde, fangen wir einfach mal damit an, weil dann haben wir nachher ein bisschen mehr Zeit. Was ich an der Nintendo Switch wirklich gut finde, ist, dass sie von der vom Optischen her deutlich besser aussieht als zum Beispiel noch hier die Wii U. Ja, das war einfach nur Plastik. Gut, hat gehalten, ist nicht kaputt gegangen. Hat seinen Sinn und Zweck natürlich erfüllt, aber die Switch sieht einfach mehr nach Smart Device aus, mehr nach Tablet. Es ist eher hochwertiger, wenn man dann die Joy-Cons an der Seite ranplackt, dann sieht das Ganze auch eher nach einem hochwertigen Handheld aus unterwegs. Man hat dann auch als Erwachsener so ein bisschen mehr das Gefühl, was Hochwertiges in den Händen zu halten und nicht so ein Kinder-Fischer-Preis-Spielzeug. Das ist auf jeden Fall ein definitiver Fortschritt. Also das gefällt mir sehr, 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 sehr gut.
dass man da optisch halt deutlich nachgebessert hat. Ansonsten muss ich sagen, hat Nintendo endlich gelernt, Marketing zu betreiben. Egal, ob es jetzt irgendwelche Fernsehclips waren während des Super Bowls oder irgendwelche Plakate in japanischen Bahnhöfen. Nintendo bleibt einfach in Gesprächen und sie bewerben diese Konsole auch aggressiv. Auch wenn ich hier zum Beispiel in den Saturn oder in den Mediamarkt gehe, überall sind irgendwelche Flyer, irgendwelche Displays schon aufgestellt. In dem GameStop haben sie schon die gesamte Wand umgeräumt und überall schon die Switch-Cover bereitgestellt. Und man merkt, dass die Konsole schon irgendwo präsent jetzt langsam wird und es wird halt aggressiv beworben. Und das hat man bei der Wii U damals nicht gemacht. Auch diese Kommunikation, was das Feature der Konsolen betrifft, was sie besser macht als die Vorgängerkonsole oder besser machen sollte oder zumindest anders macht als die Vorgängerkonsole. All das wird besser beworben. Das hat Nintendo gelernt und das ist schon mal sehr, sehr gut, weil damit haben sie auf jeden Fall sich schon mal auf einen richtigen Weg begeben. Ja, was ist noch gut an der Nintendo Switch? Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Das Design hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das Bewerben war schon sehr, sehr gut, aber jetzt muss ich überlegen, dann, okay, die Qualität. Wahrscheinlich, und das hört man immer wieder von den Leuten, die jetzt schon die ersten Probesessions quasi schon zocken konnten, dass die Qualität sehr, sehr gut sein soll. Und zwar, wenn man die Joy-Cons zum Beispiel an und wieder abmacht, an einem Mobilpart zum Beispiel, wenn die Joy-Cons an dem Switch-Tablet dran sind, klappert nichts, ja, die Knöpfe, also nichts klappert, nichts knackt. Man hat nicht das Gefühl, laut der Gamer, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, dass nach dem 20. oder 30. Mal an- und abmachen das Ding gleich kaputt geht. Also da scheint Nintendo wirklich dieses Seal of Quality, diese typische Nintendo-Qualität auch zu liefern, die gewohnte gute Qualität. Und solange sie das tun, was ja auch die Befürchtung einiger war, dass vielleicht, weil halt dieses An- und Abstecken der Controller, dass das irgendwann zu Verschleiß führen könnte. Natürlich muss man dann den Langzeittest auch noch abwarten, aber der Ersteindruck wirkt schon ziemlich gut. Und das ist auf jeden Fall etwas Beruhigendes, gerade für die, die vielleicht Panik hatten, dass das nachher eher so ein Klapperkram wird. Aber dann fängt es auch schon an. Dann ist nicht mehr wirklich viel gut an der Nintendo Switch, zumindest meiner Meinung nach. Was ich wirklich bemängel, und das zieht sich bei Nintendo jetzt aber auch schon wirklich über Generationen, das sind meiner Meinung nach aufgesetzte Features. Das sind Features, die die Konsole haben oder auch unterstützen, aber nie wirklich gebraucht werden. Zum Beispiel HD Rumble. HD Rumble ist mit Sicherheit eine tolle Geschichte. Ich stelle mir das richtig spektakulär vor, wenn man drei kleine Kugeln fühlt in einem Controller oder diese Eiswürfel. Wenn man das zum ersten Mal fühlt und diesen ersten Kontakt aufnimmt, ist es mit Sicherheit spektakulär. Und Spiele wie One-Two-Switch werden das unterstützen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Mario Party sowas unterstützt oder nachher vielleicht noch irgendein Partyspiel für die Switch, was da kommt. Aber ich glaube nicht, dass das HD-Rumble-Feature ein Main-Feature wird, das in jedem großen Titel irgendwie eingebaut wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist quasi wie Wii U Gamepad und Nintendo Land. Ja? Einmal wurde richtig gut präsentiert, wie dieses Teil einfach sinnvoll in einem Spiel mit asymmetrischem Gameplay unterstützt werden kann. Und danach kam aber nicht mehr viel. Ja? Vielleicht in Wii Party U oder so wurde es nochmal ganz gut eingesetzt. Ansonsten hatte man bestenfalls noch eine Karte unten auf dem Screen oder ein Waffen. Display bzw. ein Inventar zum Waffe wechseln. Aber im Prinzip kannst du die Titel, die für die Wii U erschienen sind, und das Display, dieses asymmetrische Gameplay, dieser Grundgedanke, der ja quasi dahinter gesteckt hat, der das präsentiert, die kannst du an einer Hand abzählen. Und genauso wird es wahrscheinlich auch mit dem HD Rumble sein. Das Ding kostet am Ende Geld, natürlich, das ist ein Feature, das kostet Geld, das bezahlst du mit. Die Joy-Cons kosten nachher 80 Euro für etwas, was du vielleicht zwei, drei, vier Mal nutzt. Warum? Genau wie dieser Sensor, ja, für Schere, Stein, Papier. Wofür sollte der Controller das können? Für irgendein Partyspiel. Aber nicht, ich werde mit Sicherheit nicht in FIFA mit Schere, Stein, Papier beim Schiri den Anstoß auswürfeln. Das braucht einfach kein Mensch. Ja, das ist ein nettes Feature, es ist toll, dass die Konsole das kann. Man wird es mit Sicherheit auch ein, zwei Mal irgendwo sinnvoll einsetzen, aber danach nicht wieder. Und da frage ich mich, wofür braucht Nintendo das? Warum versuchen sie sich so von der Masse abzusetzen mit etwas,
das man nicht braucht, wie TV. Ja, TV ist in Europa auch nie erschienen, hat man dann heimlich still und leise nach 1,5 Jahren einfach per Update aus dem System entfernt und hat man auch nie wieder was von gesehen. Und das sind so Dinge, da frage ich mich, warum macht Nintendo das? Das sind jetzt keine Killer-Argumente, warum ich jetzt unbedingt die Switch nicht mag, aber das sind so kleine Dinge, die mich einfach stören. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ein klassischer Heimkonsolen-Gamer bin. Ich spiele nicht unterwegs. Ich will auch nicht in der Bahn, dass mir 100 Leute irgendwie aufs Display gucken und ich da irgendwie rumrangel und versuche mich irgendwie auf mein Spiel zu konzentrieren, bei einer Bahnfahrt von 12 Minuten, bis ich auf der Arbeit bin. Das brauche ich nicht. Und ich wette mit euch, ich werde auch keinen in der Bahn sehen, der seine Switch hat. Ja, von über 60 Millionen 3DS-Gamern sehe ich genau an einem einzigen Tag im Jahr hunderte von Leuten um mich herum mit einem 3DS. Und das ist auf der Gamescom. Ja, die restlichen 364 Tage im Jahr kann ich vielleicht an zwei Händen abzählen, wo ich mal unterwegs einen sehe, der einen 3DS hat. Das macht einfach keiner. Eine Switch werden sie wahrscheinlich auch in den Rucksack packen. Sie werden zum Papi fahren, zum Mutti fahren, zum Bruder fahren, zur Freundin fahren und es da wieder aufbauen. Mag sein. Und dieses Feature, mal einfach unterwegs ein Spiel spielen zu können, zu wissen, dass man es kann, ist mit Sicherheit toll. Aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit mit einer 330-Euro-Konsole unterwegs im Bus 5 Minuten lang jetzt ein Setup aufbauen, um Breath of the Wild oder irgendein anderes Spiel zu spielen. Mag sein, dass ich mich täusche, aber erfahrungstechnisch glaube ich das eher nicht. Und da sind wir mal ehrlich. Und ich brauche es nicht. Für mich wäre das Ding 24/7 im Dock. Ich spiele zu Hause. Ja, ich habe jetzt nichts Spektakuläres hier. Ich habe ein 50 Zoll LED Flatscreen. Ich habe ein Subwoofer Soundsystem. Aber da genieße ich die Spiele. Und nicht unterwegs auf 6 Zoll in 720p. Ja, mit 30, 40 Leuten um mich herum. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Ich hab noch nicht mal Spiele auf dem Smartphone. Ja, ich habe. So sieht's aus. Ich habe nichts drauf. Ich habe nicht mal außer. Doch, Moment. Ich habe Twitch, den PlayStation Messenger und die PlayStation App drauf. Aber das war's. Ansonsten sind die Standard-Apps hier drauf. Von 8 GB internem Speicher, von dem 5 GB für Standard-Apps und Betriebssystem draufgehen, habe ich von den 3 GB, habe ich noch über 2,5 GB übrig. Ja? Ich brauche sowas nicht. Und dafür lohnt sich dann auch das Argument stationäre Konsole und Handheld in einem nicht. Ja, wenn man sagt, okay, 330 € dafür bekommst du eigentlich zwei Konsolen. Brauche ich nicht. Ich möchte lieber eine klassische Konsole. Und statt irgendwelche HD-Rumbles hätte man meiner Meinung nach vielleicht das Miiverse weiterentwickeln können. Ich finde es schade, dass man das Miiverse einfach links liegen lässt. Haut diese 400 Zeichen beknackte Begrenzung raus. Auch diese 100, nee, 100, was waren es? 200 Zeichen für PNs raus. Erschafft eine öffentliche eine Live-Lobby, so wie damals, wie hieß dieses noch, dieses Habbo-Hotel oder so, dieser Chat mit diesen kleinen Figuren. Macht daraus ein Mies. Ja, kreiert vielleicht noch was Eigenes, wo sich die Leute vielleicht live direkt unterhalten können. Ein Video, ein Share-Feature oder Privatfotos, so wie diese Nintendo-Mitarbeiter, die sich mit einem Amiibo-Yoshi irgendwo am Strand fotografieren und das ins Miiverse posten und die Leute sich fragen, wie machen die das? Ich will auch meine Privatfotos posten. Und ganz ehrlich, ob ich jetzt irgendwelche versauten Bilder da von irgendeiner Software durchsuchen lassen muss oder irgendwelche Fotos, die irgendwelche anstößigen Inhalte hat, so einen großen Unterschied macht das nicht. Ja, dann kann ich auch Privatfotos ins Miiverse posten. Das haben sich die Leute schon von Anfang an gewünscht. Man hätte so viel mehr mit dem Miiverse machen können. Unendlich viel. Aber stattdessen lässt man es einfach fallen und sagt, hey, wir gehen zu Twitch sag ich schon, Entschuldigung, zu Twitter und zu Facebook, wo ich übrigens auch nicht bin. Ja? Deswegen, selbst wenn ich mir eine Switch kaufen würde, dann wäre ich wahrscheinlich bestenfalls für irgendwelche PNs gut, um mal kurz sich zwischendurch auszutauschen. Aber ich bin auf den sozialen Mediennetzwerken eh nicht unterwegs, von daher. Hat sie eh erledigt. So, und dann kommen wir zu Geschichten wie Voice Chat über Smartphone, ja, wo es dann nachher bestenfalls, ja, ich weiß nicht, wer diese geniale Idee hatte. Ja. Ich meine, das Teil hier wird den Spielsound niemals streamen, glaube ich nicht. Ja, und wenn, dann bei meiner Internetverbindung, gute Nacht.
Ja, ich meine, das ist so sinnlos. Und dann heißt es nachher, ich muss mit einem Ohr zum Spiel hören, ja, was der mir da sagt. Und dann habe ich nachher irgendein Mono-Headset oder irgendeinen kleinen Stecker im Ohr, damit ich hören kann, was mir die Bagaluten hier sagen. Und mit dem anderen Ohr bin ich dann quasi im Spiel und verfolge das dann irgendwie noch. Das ist, Leute, Nintendo versucht hier immer wieder die Welt neu zu erfinden, aber das ist Schwachsinn. Warum? Und dann noch dafür Geld für so einen Online-Modus zu verlangen ab Herbst. Da muss Nintendo auch noch erst beweisen, dass die Serverqualität steigt. Denn wenn sie das nicht hinkriegen, dann wären auch selbst 50 Cent im Monat zu viel. Wenn ich sehe, was auf der Wii U los war. Also Nintendo muss erst einmal liefern, bevor überhaupt ich nur einen Schritt in die Richtung der Konsole mache. Und dann kommt einer der großen Hauptkritikpunkte und das ist das Launch-Line-Up. Wenn wir mal gucken auf der Wii U, was hat man der Wii U vorgeworfen? Mangelnder Third-Party-Support? Okay, aber eigentlich erst ab Mitte 2014, wenn wir ehrlich sind. Denn wenn wir uns mal den Launch der Wii U anschauen, Zombie U, gut, war jetzt nicht das beste Spiel, aber hey, es waren 18er Titel und die haben sich wirklich Gedanken gemacht. Das Ding hatte sogar einen lokalen Multiplayer und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe es mir angeguckt und bin begeistert gewesen, hat sich aber auch nicht jetzt so prickelnd verkauft, aber die Software war auf jeden Fall da. NBA 13, FIFA, Black Ops 2, Batman, gut, das Spiel war ja ein Jahr alt. Hatte schon ein Jahr auf dem Buckel. Kann ich verstehen, wenn die Leute sagen, habe ich keinen Bock drauf. Aber bei dem Titel ist es ja nicht geblieben. Assassin's Creed 3 hatte auch schon ein paar Wochen auf dem Buckel. Darksiders 2, gut. Tekken. Aber es gab ja auch Nachschub. Ja? Man hat ja gesehen, am Anfang, es waren ältere Titel. Ja, die hatten schon alle ein paar Wochen auf dem Buckel. Gut, später gab es dann im Launch-Line-Up nach ein paar Wochen auch noch Monster Hunter Free Ultimate. Ist auch eher ein Nischentitel, aber top. Macht auch sehr viel Spaß. Aber für Batman, Assassin's Creed, für Call of Duty, ja, da gab es auch noch Nachfolgespiele. Wir hatten Origins, wir hatten Ghosts, wir hatten Black Flag. Es gab ja immer noch Nachschub. Selbst Splinter Cell brachte Ubisoft. Rayman Legends, natürlich gab es einen Shitstorm, weil es nachher nicht mehr exklusiv für die Wii U war. Aber hey, so what? Es ist trotzdem ein klasse Spiel und ich habe mir dann nachher sogar die Steelbook Edition davon gegönnt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man sich mal anschaut, was Ubisoft alles gebracht hat, ja? Splinter Cell, Rayman Legends oder generell Rayman, Assassin's Creed, Just Dance, Zombie U, ja? Die haben die Konsole ja quasi zugeschissen mit Spielen. Hat sich nicht wirklich verkauft. Aber das lag dann eher daran, weil die Konsole nicht gekauft worden ist. Aber da können die Entwickler ja nichts für. Need for Speed. Ja, PC-Texturen, DLC mit an Bord. Klar, für 70 oder 60 € ein bisschen viel, wenn man bedenkt, auf der PS3 und auf der 360 hat man es dann schon für 25 bekommen. Aber seien wir mal ehrlich, selbst für 25 wäre das kein Systemseller geworden. Also, so what? Dass die Entwickler dann irgendwann sagen, ich gehe lieber zur Konkurrenz, kann ich da auch schon verstehen. Und mit diesem Kredit muss jetzt auch die Switch leben. Denn was kommt für die Switch? Wir haben natürlich Breath of the Wild, aber das kommt auch für die Wii U. Wir haben Super Bomberman R. Ist das wirklich ein 50-Euro-Titel? Ich glaube eher nicht. Und selbst wenn, ist das jetzt auch nicht unbedingt ein Systemseller, den man unbedingt haben muss. Just Dance, Skylanders Imaginators und One-Two-Switch nochmal für 50 €. Die gleiche Frage, die ich eben auch schon bei Bomberman gestellt habe. Hallo? Und jetzt kommt mir bitte nicht noch mit World of Goo und mit Little Inferno für den eShop. Leute, gut, dann kommt jetzt auch noch die Global Testfire Demo Ende März von Splatoon 2. Da fragt man sich aber, warum kommt eine Stresstest-Demo Ende März für ein Spiel, das im Juli oder im August kommt? Natürlich versucht Nintendo den katastrophalen Launch mit der gleichen Demo, die es übrigens auch in den Anspiel-Events schon gab, ein bisschen zu mildern. Aber ganz ehrlich, wo sind jetzt die großen Titel? Ja? Mario Kart 8, das wird nachher gut, der Battle-Modus ist wirklich gut, aber trotzdem würde ich dafür nicht nochmal den Vollpreis bezahlen. Ja? Und ein FIFA 18 zum Beispiel, ja, da ist ein extra Studio in Kanada abgezogen worden,
die jetzt eine Extra-Version für die Wii, für die Wii U, für die Switch produzieren. Und das mit Sicherheit nicht, weil die Switch so awesome ist und so toll ist und so cool ist und sie es verdient haben. Nein, weil sie wahrscheinlich einfach nur eine andere Technik bekommt als die PS4, die One und der PC. Und wahrscheinlich auch kein Ultimate Team, ja, weil ein DLC-Support und Serverwartung und so wahrscheinlich EA sich sowieso nicht so viel von Nintendo erhofft. Das kennt man ja schon, das Thema von Call of Duty, ja. Komischerweise selbst Ghost, welches damals von Infinity Ward produziert wurde für PS4, für Xbox One und die PC, wurde, ne, ich halte das mal in die Kamera. So. Hier sieht er Infinity Ward, aber produziert für die Wii U haben es 20 nette Mitarbeiter von Treyarch, die abgezogen worden sind. Und die speziell für die Wii U produziert haben. Aber auch nicht, weil die Wii U so top und so toll und so cool ist. Nein, weil einfach die Technik runtergedreht werden musste. Am DLC-Support haben sie gespart. Und Leute, wenn ich dann schon jetzt höre, Final Fantasy XV kommt nicht, Mass Effect kommt nicht, For Honor kommt nicht, ja, Project Cars 2, die Leute haben keinen Bock auf die Switch. Dann das beste Interview war von Codemasters, als Dirt 4 angekündigt worden ist. Oh, die Switch, die ist toll. Ja, die haben wir schon vorbestellt. Moment mal, Dirt für die Switch? Da müssten wir aber schon einiges anpassen. Gerade wegen den Joy-Cons und steuerungstechnisch, da müssten wir schon was ändern. Das wäre gar nicht so einfach. Nee, also, nee. So, Ankündigungen jetzt für die Switch haben wir nicht, aber die Konsole ist mit Sicherheit toll. Ganz ehrlich, Leute, das ist der freundliche Gruß. Wir haben keinen Bock da drauf. Ja? Und lustigerweise, gestern hat es der DAX, beziehungsweise für euch der Felddienst, kennt ihn ja auch noch vielleicht, der hat auch gesagt, es gibt schon Gründe, warum große Titel jetzt nicht für die Switch angekündigt werden. Ja, gut, er hat es ein bisschen überspitzt gesagt. Ja, die Konsole würde ja schon brennen, wenn das Intro läuft. Damit will ich jetzt kein Hate lostreten, aber es ist mal wieder, ob typisch, dass dann Nintendo mit der schwächsten Hardware kommt und zwar dann auch noch mit einem Prozessor, der ja schon in dem Nvidia Shield Tablet mit mehr als dem doppelten Takt läuft. Ja, natürlich sind nachher 2 Stunden oder 3 Stunden Akkulaufzeit schon das untere Minimum, ja, was man als Handheld-Gamer haben möchte. Und wenn man natürlich dann auch gerade bei der GPU 60% runterregelt. Ich meine, irgendwie, es muss ja auch noch akzeptabel unterwegs aussehen. Es bringt ja nichts, wenn du nachher 10 Stunden spielen kannst, aber es sieht einfach zum aus. Ja? Will ja keiner. Ja? Es muss ja auch noch akzeptabel aussehen. Da kann ich schon verstehen, dass man da Abstriche macht. Aber es interessiert mich nicht, weil ich eh nicht unterwegs zocke. Ich zocke hier, ich zocke zu Hause und ich will ein vernünftiges Ergebnis. Und das Problem ist, wenn die Switch aufgrund ihrer Limitierung. So, jetzt muss ich einen kurzen Cut machen, weil meine Speicherkarte voll war. Habe ich mich mal wieder richtig gut vorbereitet. Nichtsdestotrotz, was wollte ich sagen? Wenn aufgrund der technischen Limitierung am Ende aber trotzdem die Blockbuster nicht für die Nintendo Switch erscheinen, nicht weil die Architektur jetzt nicht passt oder so, nein, im Gegenteil, die Switch ist von der Architektur her mit Sicherheit deutlich zugänglicher für die Entwickler, als es noch die Wii U war. Problem ist einfach nur, dass wahrscheinlich am Ende der Konsole die Puste ausgeht. Gerade wenn ich dann jetzt mal in Richtung Scorpio und Pro schaue und mal 1 oder 2 oder vielleicht sogar 3 Jahre weiterschaue, glaube ich, dass der Switch nachher wirklich die Puste ausgeht und bevor ich jetzt wieder 300, oder was heißt wieder, aber bevor ich jetzt 330 € in nachher wieder so eine tote Konsole investiere, lasse ich das lieber stecken, Leute. Und ich habe bei der Wii U über 50 Spiele gekauft, alleine über 20 Spiele im Launch-Zeitraum. Ich bin losgelaufen, ich habe die Konsole supportet. Natürlich hatte ich auch meinen Spaß damit. Aber dann hängst du da rum und hast im Prinzip nur die exklusiven First-Party-Games. Und am Ende bin ich um eine Xbox One und eine PS4 eh nicht bei rumgekommen. Jetzt habe ich sogar insgesamt, wenn ich noch die von meiner Freundin mitzähle, habe ich 3 PS4-Konsolen gekauft. Eine Xbox One. Und ich war lange Nintendo-Only-Gamer. Ja? Also ich bin bis Anfang, Mitte 2011, war ich von 1991, also 20 Jahre lang, war ich eigentlich nur Nintendo-Only-Gamer.
Und dann gab es 2011 die Xbox 360. Dann gab es eine PS3, eine Xbox One, eine PS4. Zwischendurch habe ich auch auf dem PC gespielt. Einfach weil bei Nintendo irgendwann, bei der Wii war dann der Fokus war irgendwann wirklich auf Casual. Und da gab es natürlich wirklich auch gute Spiele, aber wenn man wirklich die breite Masse spielen wollte, dann kam man einfach irgendwann, früher oder später, nicht mehr um PlayStation und Xbox herum. Und natürlich kann man sagen, kauf dir einfach die Switch für Zelda, Mario und Co. Aber dafür sind mir auch 330 Euro zu viel. Das ist, weil auch noch die ganzen Folgekosten dazukommen. Die Switch ist im Prinzip ein Fass ohne Boden, weil du bezahlst ja immer Geld. Ja, nachher spielt die Konsole ihre Stärken über den lokalen Multiplayer aus, wenn du auch zum Beispiel online jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich werden es nachher 2, 3 Euro pro Monat sein. Ich schätze mal, es werden ein bisschen mehr sein als diese, was waren das, 16 bis 25 Euro, wenn man mal diesen Yen-Euro-Kurs jetzt nicht unbedingt 1 zu 1 umrechnet, wenn man jetzt mal schaut, was Xbox Live und PlayStation Plus in Japan kostet und was es hier kostet. Ich glaube schon, dass dann letztendlich der Online-Service hier bei uns in Europa schon nochmal so 5 bis 10 Euro teurer wird im Schnitt. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Aber nachher spielt die Konsole ja auch einen starken Multiplayer und zwar lokal. Wenn man mal bedenkt, Splatoon wird zum Beispiel einen LAN-Modus haben, wo man bis zu 8 Konsolen anschließen kann. Aber auch wenn man alleine zu Hause sitzt. Dann hat man zwar zwei Joy-Cons, aber das ist einfach nicht komfortabel, diese kleinen Mini-Joy-Cons. Ich bin eher so, dann brauche ich auch noch einen Pro-Controller und am besten sogar zwei, wenn man dann schon mal zu zweit an der Konsole spielt. Klar, online kostet es nachher Geld und es ist wirklich allein nur die Switch mit Spiel und Pro-Controller, da bist du schon bei über 450 Euro bald. Und da ist die Schmerzgrenze bei weitem überschritten. Bei weitem. Das Problem ist, ich sehe bei der Switch keine Perspektive, was die großen Blockbuster-Games anbelangt. Sie ist mir viel zu teuer und für das, was ich damit gerne machen möchte, kann sie zu wenig. So, und das sind preis-leistungstechnisch drei Punkte, die bei mir überhaupt nicht zusammenpassen. Deswegen seid mir nicht böse, aber es ist kein Rumhaten. Ich laufe jetzt hier auch nicht mit dem schwarzen Kreuz rum und schreie, verbrennt die Switch. Im Gegenteil, mein Bruder läuft los und er wird sich auch eine Switch holen. Er wird sich auch Breath of the Wild holen. Das hat er auch schon vorbestellt. Er hat auch schon den Pro-Controller vorbestellt. Ich werde es mir bei meinem Bruder auch mal anschauen. Aber schon als die Nintendo Switch noch nicht mal Nintendo Switch hieß, sondern als es noch die NX war und als die groben Details, so in was für eine Richtung das Ganze gehen könnte, als das schon geleakt worden ist, schon da war ich enttäuscht. Weil die Richtung und das Feature für mich überhaupt nichts ist. Und jetzt mit dem Launch-Line-Up, zu dem Preis, mit den Aussagen der ersten Entwickler, natürlich kommen dann auch so Aussagen von Indie-Entwicklern zum Beispiel, Frozen Byte, die haben richtig gute Spiele gemacht. Trine 2, 3, natürlich kennt man. Ich habe alle drei Teile. Ich habe sogar die Teile auf der Wii U, ich habe die Teile auf der PS4. Meine Freundin hat sie sich auf der PS4 gekauft. Wir haben die Spiele jetzt, oder wir spielen sie jetzt quasi zum dritten Mal durch, die drei Teile. Und es sind wirklich gute Spiele, aber ich unterstelle einfach mal, dass Trine jetzt nicht so komplex ist wie ein riesiger Blockbuster-Titel wie Mass Effect, Andromeda, GTA, Battlefield und Co. Und wenn man die Entwickler fragen würde, natürlich sagt Frozen Byte, oh ja, die Switch ist toll und Nintendo hat sich gut um uns gekümmert und die unterstützen uns und es ist ja so einfach für die Konsole zu programmieren. Ja, natürlich. Weil diese Indie-Spiele aber auch letztendlich nicht so viel Hardware fressen wie ein riesiger Blockbuster-Titel. Ja, und da ist Unreal Engine jetzt mal hin oder her. Ich sehe da echt noch nicht das Licht am Ende des Tunnels. Und solange mich Nintendo da nicht überzeugt, werde ich auch die Finger von der Konsole lassen. Und die ganzen Zelda-Fans und die jetzt auch keine Wii U hatten oder die The Legend of Zelda in dem bestmöglichen 900p mit bis zu 30 FPS, Entschuldigung, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Die das spielen möchten, die werden sich freuen und die werden auch die Switch kaufen und die gönne ich das auch. Aber ich hoffe, dass ich jetzt mal so einigermaßen erklären konnte, auch warum ich die Switch nicht mag, beziehungsweise warum ich sie mir nicht kaufen werde. Es ist nicht so, dass ich jetzt einfach losrenne und ich hasse Nintendo. Nein, sie überzeugen mich nicht. Und das ist wirklich traurig, weil ich bin wirklich Nintendo-Fan seit über 25 Jahren. Ja, ich habe
viele Nintendo-Konsolen, bis auf das Super NES, was ich jetzt hier nicht mehr habe, habe ich sogar auch alle. Bei meinen Eltern steht noch ein GameCube, ja, das NES, NES Mini, N64, Wii, Wii U, 2DS, DS, DS Lite. Es ist alles da. Ja? Es ist wirklich schade. Es ist wirklich, wirklich schade. Aber es ist irgendwann, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es mit dem Alter kommt, aber irgendwann kauft man einfach auch nicht mehr jeden Mist. Man sagt nicht mehr zu jedem Amen und segnet es ab und sagt, komm, shut up and take my money. Nein, irgendwann ist das Maß ist voll irgendwann und dieser Punkt ist erreicht. Die Wii U, ich habe sie supported und letztendlich nochmal jetzt wieder loszulaufen. Und jetzt wohl wissend, dass ich mit der Switch eh nicht so viel anfangen werde, lohnt sich einfach nicht. Vielleicht, wenn es sie irgendwann mal günstig gibt, wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein super mega Schnäppchenangebot. Vielleicht belehrt mich Nintendo auch eines Besseren. Vielleicht kommen auch hammer mega Titel raus, auch viele Third-Party-Spiele. Vielleicht verkauft sich die Konsole auch ein bisschen öfter. Vielleicht. Ja, vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht ist dieses Video in ein, zwei Jahren hinfällig, dann können wir es wieder von der Plattform nehmen, dann verbrenne ich das meinetwegen auch, ist mir egal. Aber ich bin da noch nicht so wirklich zuversichtlich. Von daher lasse ich die Finger von der Switch und werde lieber mit dem NES Mini so die ganzen alten Klassiker, ein paar Retro-Games durchzocken. Die Wii U werde ich behalten und ansonsten, was aktuelle Titel betrifft, werde ich dann halt auf PS4 und Xbox One weiter zocken. Und ja, das soll es soweit erstmal gewesen sein. Jetzt habe ich ein bisschen mir Luft verschafft. Jeder, der mich jetzt nochmal schriftlich anfragt, den werde ich auf dieses Video verweisen. Denn das nochmal in Textform zu verfassen, das ist einfach nur lästig. Und somit habe auch ich mich jetzt mal zur Switch geäußert. Auch wenn es nicht so wirklich positiv war. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mich jetzt nicht in der Luft zerfleischt. Ich weiß, dass es die Nintendo-Fans da draußen gibt und ich weiß auch, dass es. Die Switch, die wird auch zu Recht nachher, sie wird ihre Daseinsberechtigung haben, ganz klar. Sie hat nachher auch ihre Qualität, Nintendo wird auch diese Qualität liefern, aber für mich ist es einfach nicht gut genug. Und mit diesen Worten soll es das auch für heute gewesen sein. Ich bin der Generation Gamer G6. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, wenn ihr mögt und mich jetzt nicht noch hasst. Mögt und ja, dann werden wir uns in den nächsten Videos wiedersehen. Was für welche, das werden wir dann sehen. Ich denke mal, dass ich jetzt demnächst auch mit den Let's Play Retro den G6 Dauerbrennern wieder durchstarten werde. Da werden wir jetzt einige alte Klassiker durchspielen. Super Mario Bros. 3 werden wir durchspielen. Wir werden The Legend of Zelda auf dem NES Mini durchspielen. Wir werden einige nette Multiplayer-Runden haben was werden wir haben? Dr. Mario habe ich gespielt und Excite Bike. Und da dürft ihr euch drauf freuen. Das wird auf jeden Fall lustig. Und ansonsten, mal gucken, vielleicht fahre ich demnächst mal wieder zum Brainsea. Es gab einige nette, lustige Runden in Rocket League, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Da waren wir, ich glaube, wir haben das Wohnzimmer teilweise vor Emotionen zusammengeschrien, bis dann irgendwann die Nachbarn schon an die Tür geklingelt haben. Das war echt lustig und mal gucken, was da in Zukunft kommt. Das Jahr ist ja erst jung. Das Jahr 2017 geht ja noch ein paar Monate, ein paar Wochen, wollte ich gerade sagen. Es ist noch Potenzial, viel, viel Potenzial, viel zu erleben. Bleibt dran, ich bin G6, ich bin aber jetzt erstmal raus für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.